So Leute, hier ist wieder ein Retro LP mit einem erneuten Zusammenfassvideo von EA und zwar von der heutigen E3 2014. Ich habe ja gerade eben vor ein paar Stunden Microsoft zusammengefasst und erklärt und der Link ist in der Beschreibung und ich knister hier mit meinem Papier. Richtig professionell, denn ich schreibe mir alles auf. Okay, sehr gut. Gehen wir mal alles durch einfach. Dragon Age Inquisition wurde mal wieder wie auf auch wie bei Microsoft der CGI-Trailer gezeigt, sowie ein Gameplay darauf. Und das Gameplay, der Gameplay-Part sieht echt geil aus. Und released wird das am 7. Oktober. Das haben sie schon angekündigt, finde ich geil. Danach kam Mass Effect. Und zwar haben sie gesagt, dass sie irgendwann an einer neuen Mass Effect Dingens, Trilogie, irgendwas arbeiten. Keine Trilogie, nein, aber sie haben wieder einen neuen Mass Effect. Was, wie, wo, wurde nicht gesagt. Also wissen wir nichts weiter darüber. Es gab auch keine Ingame-Szenen, keine CGI-Szenen, nichts. So gut wie nichts. Sims 4 kommt am 2. September, ist nichts Besonderes, genauso wie Sims 3. Sie haben im Trailer einen Obama gehabt, der getanzt hat, das war echt lustig und gegrillt hat, das war wow, faszinierend. Dann kam behinderte Sportspiele wie UFC, was am 17. Juni rauskommt, also in einer Woche. NHL 15, was auch irgendwann so, keine Ahnung, rauskommt, ist mir scheißegal. Und PGA Tour, was relativ lustig war, weil das auf einer Battlefield 4 Map gespielt hat. Das kommt im Spring 2015 raus und wie gesagt, war lustig, da kam halt so ein Schiff und man hat über dieses Kriegsschiff einen Golfball geschossen. Das war gut, eigentlich komplett irrelevant. Dann, was halbwegs interessant war, erstmal noch Madden NFL 15, kompletter Scheiß, langweilig, also im Prinzip war es ein Ineinander-Renn-Simulator, also komplett doof und langweilig. So, dann gab es so eine Art Rennflug-Dingsbungs-Game. Habe ich übrigens genau wörtlich so hier aufgeschrieben. Im Prinzip war es Mario 8 in echt. Zumindest sah es so aus. Also auch so Explosions und hatten auch eine Burnout-Referenz. Auf jeden Fall so ein Action-Rennspiel mit auch mit Helikoptern und Flugzeugen und Quads, Motorräder, normalen Autos. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, man weiß so gut wie nichts darüber. Man hat nur das ein Ding gesehen. Zumindest weiß ich nichts mehr darüber. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen. An sich gilt das für den ganzen, für das ganze Video hier. Wenn ich etwas nicht erwähnt habe, ja, habe ich es wahrscheinlich übersehen oder überhört oder irgendwas. So, dann ein EA MOBA und zwar Downgate. Sah komplett dumm und austauschbar aus. Ist mir egal. Dann was Interessantes und zwar Mirror's Edge 2. Und das sah tatsächlich cool aus. Sah im Prinzip nicht groß anders als Mirror's Edge 1 aus. Ich hoffe mir da echt ziemlich viel. Aber Wayne, dann kam FIFA 15. Ja, FIFA 15 leckt mich alle am Arsch. Das sah so toll aus mit toller KI, die Sachen sich an Sachen erinnern konnten und Emotions. Scheiße halt, Schwachsinn, kompletter doofer Scheißdreck, der von niemandem gespielt werden darf, aber trotzdem in Deutschland extrem erfolgreich ist, weil Deutschland so ein verficktes Fußballding ist und alle verfickten behinderten Teenager sich unbedingt FIFA, das neueste FIFA kaufen müssen, um es online spielen zu können, weil es sonst ja nicht funktioniert, denn FIFA 14 geht ja nicht mehr. Gott, verfickter Scheißdreck. Tut mir leid, meine Professionalität verschwindet ab und zu, die gleitet da so ab, das tut mir echt leid. Battlefield Hardline wurde dann wieder gezeigt, es wurde ein ziemlich langes Gameplay-Video gezeigt, was eigentlich sogar relativ gut aussah, fand ich zumindest. Und das war's im Prinzip. Ja, das war ganz EA. Ja, kein Battlefront. Und es wurde auch leider kein The Last Guardians angekündigt. Lustiger Fun-Fact nebenbei, der Sprecher, also der Pressekonferenzleiter-Typ, zumindest vom Anfang, sah wie der typische Bad Guy aus. Einfach dieser typische, böse Mann, der eine große Organisation leitet und die ganze auf Naturschutz scheißt und alle Naturschützer für ihn Untermenschen sind, die er umbringen will. Halt auf jeden Fall so der typische Bad Guy. Also er passt unglaublich gut zu EA. Das war toll. Und dann kam noch ein Kerl, der sah aus wie ein Schläger. Also passt wiederum sehr gut zu EA. Einfach so die typische Vollidioten-Scheiß, wir sind böse Ding da so. Klasse. EA, super Job. Warte, jetzt zähle ich nochmal die Spiele, die ich interessant fand. Mirror's Edge 2 und das Rennflug-Simulations-Mario Kart 8 in Echt-Spiel. Zwei Spiele. Good job, EA.